So, jetzt kann es gleich losgehen hier. Fünfte Qualifikationsspiel für die deutsche Mannschaft, auch für die türkische Mannschaft. Deutschland in Schwarz-Weiß, aber wir erwarten hier ein farbenprächtiges Spiel mit vielen guten Offensivszenen. Und schon die ersten Sekunden zeigen uns die Direktive der Bundestrainerin. Sofort ins Pressing, sofort Druck auf den Ball machen. Almut Schuld, auch sie hat sich mittlerweile antrainiert, dieses Mitspielen weit aufrücken, gerade gegen unterklassige oder vermeintlich unterklassige Gegner, um ihren Vorderleuten als Anspielstation zu dienen. Mittag. Und Jennifer Marojan hat da nochmal zurückgezogen, den direkten Abschluss zurückgestellt. Guter Ball gewinnt Kerschowski. Das ist Isabel Kerschowski, eine der Gewinnerinnen des She Believe Cups, dem Einladungsturnier in den USA Anfang März. Gegen so Hochkaräter wie Frankreich, England und die USA. Da geht es natürlich um die Standortbestimmung. Genau die Mannschaften, gegen die die Deutschen bei der WM Probleme offenbarten. Pop. Debritz. Ist ja flexibel einsetzbar. Heute mal wieder in der Zentrale im Mittelfeld. Gemeinsam mit Marojan soll sie das Spiel bestimmen, die Bälle erobern, wenn es was zu erobern gibt, und sofort in die Tiefe spielen. Außenspieler einsetzen. Und wir werden beide Außenverteidigerinnen sehr, sehr offensiv erleben. So, das war das Foul jetzt hier von Debritz, aber Schiedsrichterin Gümer kümmert sich dort um die beiden Spielerinnen, die zusammengerasselt sind, nämlich Alexandra Popp und Teskan. Nichts passiert, weiter geht's, und die Alex Popp, die kann was einstecken, das wissen wir aus der Vergangenheit. Schon mit Toban gespielt. Also, ehe sie sich auswechseln lässt, muss eine Menge passieren. Kran. Nach 3 Jahren Frankreich bei PSG, ja zurückgekehrt in die Bundesliga, spielt in Leverkusen. Debritz. So, auch mal ins 1 gegen 1. Das sind die Erkenntnisse aus der vergangenen WM und aus dem She Believes Cup. Nicht immer nur ins Passspiel mit festen Positionen, sondern Überzahl schaffen, überraschend agieren, kreativ sein und sich was trauen. Gleich offenen Szenenapplaus hier für eine gelungene Abwehraktion. Mit dem Kopf geklärt. Sie wirkt entspannt, Silvia Knight. Nach der WM ist vor Olympia ihr letztes großes Turnier. Deutschland ja 3-mal Bronzemedaillengewinner gewesen in den vergangenen Jahren. Die Goldmedaille würde noch fehlen und wäre natürlich ein würdiger Abschluss einer insgesamt sehr, sehr erfolgreichen Bundestrainerkarriere. Das muss man sagen, auch
wenn es immer mal wieder Kritik gegeben hat, speziell bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, also in Kanada im vergangenen Sommer und 2011 bei der Heim-WM, als es nicht so lief und als man ihr auch den ein oder anderen Vorwurf machte, fußballerisch nicht die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Guter Diagonalball, aber Leonie Meyer hat den Ball nicht richtig eingeschätzt, ist zu schnell geworden. Bartusiak und Kran, erfahrenes Innenverteidiger-Duo, beide mit gutem Stellungsspiel, mit guter Organisation. Nicht die schnellsten, das ist klar, wird heute sicherlich nicht so sehr gefordert sein. Aber ihre Erfahrung, ihr Timing ist für die Bundestrainerin nach wie vor viel, viel wert. Saskia Bartusiak gehört zu den wenigen Spielerinnen, wenn sie gesund ist, die Silvia Knight noch als Stammkraft bezeichnet. Ansonsten sagt sie, gilt das Leistungsprinzip, die, die die beste Form hat, spielt. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die es jetzt so seit einigen Monaten zu beobachten gilt. Das ist anders als noch vor 5, 6, 7 Jahren, als es dann doch eine relativ üppige Stammelf immer gab und nur bei Verletzungen dann mal die ein oder andere nachgerückt ist. Leistungsdichter zugenommen, Kandidatinnen sind mehr geworden. Ah, das hat sie souverän gemacht, Annike Kran. Und jetzt wird wieder aufgerückt. Mindestens bis zur Mittellinie mit allen Spielerinnen. Ah, das war ein bisschen fahrig hier, das Spiel von eben von Marojan. Das sind Ballverluste, die natürlich spielstärkere Mannschaften dann ausnutzen können. Die Türkei auf Weltranglistenplatz 60 notiert. Das mal zur groben Einordnung. Deutsche Mannschaft, der nach wie vor Weltranglisten Zweiter. Kerschowski, gemeinsam mit Blesse, also diese flinke Flügelzange. Mittag, erster Torabschluss. Nicht platziert genug, aber immerhin. Ja, und ich habe es eben angedeutet, Kerschowski und Blesse beim She Believes Cup in den USA in Abwesenheit von Lauder und Leupolz sich in den Fokus gespielt, gelten als die schnellsten Spielerinnen in der Bundesliga. Sehr athletisch, sehr zielgerichtet und haben sich auch technisch verbessert. Sonderlob von der Bundestrainerin bekommen und können sich auch hier zeigen. Das ist Hendrich. Ja, kleiner technischer Fehler, kann passieren. Sie ja kurz vor der Weltmeisterschaft aus dem Kader gerutscht. Hat sie aber mittlerweile gut verkraftet, sagt sie. Greift neu an. Muss sich hier heute zeigen. Denn auf der linken Abwehrseite hatte sich ja Tabea Kemme, die Potsdamerin, sehr in den Fokus gespielt. Gute Leistungen gebracht. Silvia Knight sagt, von ihr weiß ich, was sie kann. Heute will ich mal Kathi Hendrich sehen, ob sie sich da behaupten kann. Obwohl sie eigentlich lieber auf der rechten Seite spielt. Missverständnis hier mit Marojan. So, völlig verwaist mehr oder weniger die deutsche Hälfte, zumindest was die roten Trikots betrifft. Tief stehend die Türkinnen. Nicht anders zu erwarten war das. Dann hinten die Räume verdichten und es den deutschen Spielerinnen schwer machen bei der Ballannahme. Das hat uns Trainer Talat Tuncel erzählt. Muss die Direktive sein gegen ein so höherklassiges Team. Seit knapp 2 Jahren hat er diese Mannschaft übernommen und will ein junges, dynamisches, talentiertes Team heranbilden. Aber davon seien sie natürlich noch weit entfernt. Kerschowski. Ganz frei ist sie da, Alexandra Popp.
kann diesen Kopfball nicht besser platzieren, sodass sich Zelda Agösch über ihre erste ganz gute Parade freuen kann. Also zweite Torchance nach 10 Minuten. An der Qualität und der Effektivität muss noch ein bisschen gefeilt werden. Aber die Anlage stimmt. Ja, zweiter kleiner technischer Fehler von Katrin Henrich. Wirkt ein bisschen nervös. Obwohl sie uns im Vorgespräch sehr selbstbewusst daherkam. Das ist auch gut so. Foulspiel, Freistoß. Lara Debritz nach ihrem Wechsel zu Bayern München auch wieder einen kleinen Leistungsschub hingelegt. Eine, die mit ihrer Technik, mit ihrer Übersicht auch im Zentrum Akzente setzen kann. Bei der WM war sie ja zumeist als Jokerin auf den Flügeln im Einsatz. Ja, mutig rausgegangen da. Hat sie ihn weit genug entschärft? Das ist die Frage. Kopf, oh! Richtig was zu tun hat sie da. Kerschowski war das mit dem Kopf. Also Torhüterin Zelda Agösch im Mittelpunkt des Geschehens hier in den ersten Minuten. Sportstudentin und sie liebt Flugeinlagen. Auch das ist in ihrer Vita zu lesen. Davon hat sie uns jetzt schon die eine oder andere präsentiert. Fast zu dritt gehen sie da auf Leonie Meyer. Da muss Marojan natürlich dann mitgehen und eine Anspielstation bieten. Alle Spielerinnen in der türkischen Hälfte, alle Feldspielerinnen, Almut Schulz steht am Mittelkreis. Mittag, jetzt ist Platz da. Meyer, schnell gespielt. Nicht präzise genug. Keine Chance für Blässe, daran zu kommen. Gibt es schon was zu notieren für Silvia Knight? Mittlerweile ist auch die Sonne rausgekommen. Heute Morgen war es recht diesig. Aber beste Fußballtemperaturen, bestes Fußballwetter. Geschätzt 22 Grad. Eine leichte Brise. Rasen übrigens auch in sehr gutem Zustand. Ja, das ist die Ersatzbank der Türkinnen und das ist der Trainer Talha Tuncel. 52 ist er, selbst früher Fußball gespielt, hat sich jetzt aber wie gesagt dem Frauenfußball verschrieben und will hier was aufbauen. Und das ist uns auch in vielen Gesprächen vermittelt worden, dass man so diesen Frauenfußball, der sich über Jahre, Jahrzehnte hier im Dornröschenschlaf befunden hat, auch in der Türkei erwecken will. Das sind natürlich langfristige Prozesse, bis die ersten Erfolge da sich einstellen. Aber man will es angehen. Man hat neue Koordinatoren verpflichtet, die in Europa präsentieren sollen und repräsentieren sollen und sich vor allen Dingen Ideen abholen, wie man hier junge Mädels fördern kann. Tja, Almut Schuld außerhalb ihres 16ers, aber überhaupt nicht belästigt von irgendeiner Gegenspielerin, kann sich das natürlich leisten. So, in dieser Einstellung ist es schön zu sehen, wie die Türkinnen versuchen, ein bisschen Kompaktheit vor dem 16er herzustellen, die Lücken zu schließen und dieses gewohnte Passspiel der deutschen Mannschaft zu unterbinden. Deutsche Bank da, Steffi Jones, die ja seit geraumer Zeit
schon als Co-Trainerin dabei ist, um sich für Olympia vorzubereiten. Und dann nach den Spielen hier in die Rolle der Bundestrainerin zu schlüpfen. Die Co-Trainer sind mittlerweile auch bekannt. Markus Högner von Essen und Verena Hagedorn, ehemalige Nationalspielerin, werden da Steffi Jones assistieren. Kerschowski war ja schon in jungen Jahren in der Nationalmannschaft dabei, mit ihrer Zwillingsschwester Monique damals, kam als Talent, kann mich noch erinnern, als sie beim Algarve Cup mal hineinriechen durfte. Erstes Länderspiel 2007 gehabt mit einem Kurzeinsatz. Oh, was war das für ein Missverständnis, abgefälscht und an den Pfosten. Das war so nicht gedacht. Tja. Und dann zwischenzeitlich war sie völlig abgetaucht, Isabel Kerschowski. Erst durch den Wechsel nach Wolfsburg hat sie das Ganze wieder ein bisschen ernsthafter betrieben und zielgerichteter. Ihre Schnelligkeit, ich habe es erwähnt, ist ihr großes Plus. Schwester Monique musste zwischenzeitlich ihre Karriere beenden wegen eines Knorpelschadens. Aber so kann es gehen, wenn man dann doch nochmal die Sache ernst nimmt. Da sehen wir diese brenzlige Situation nochmal. Der Ball war abgefälscht und von daher kaum zu berechnen für Torhüterin Agus. Stellt jetzt ihre Mauer, die aber nicht so richtig auf sie reagieren, weil unter anderem Kathi Hendrich ganz frei steht da. Marojan. Und wieder ist Alex Popp mit dem Kopf da. Kann den Ball aber nicht entsprechend drücken. Also vierte Chance für Deutschland. Natürlich haben wir hier diese abgefälschte Zufallsmöglichkeit mitgezählt. Die Frequenz wird langsam erhöht. Viel über links hier mit Kerschowski. Auch wenn dieses 1 gegen 1 misslingt. Ball war aus, Einwurf Türkei. Debritz. Aha, wird schnell attackiert, gedoppelt sogar. Hendrich, abspielen, jawohl. Und jetzt verlagern, Marojan. Kran bietet sich an. Geht aber gleich vertikal Mittag. Guter Ball für Blesse. Die zweite Flitzerin hier und Mittag. Auch das technisch suboptimal gelöst, aber das war mal schnell gespielt in die Spitze. Auch wenn der Abschluss stark verbesserungswürdig ist. Das ist Anna Blesse, Wolfsburgerin. Und das sind die Spielerinnen, über die Tunçal eben nicht verfügt. Mit viel internationaler Erfahrung. Wolfsburg ja zweimalige Champions League-Gewinner. Was an den Ellbogen bekommen, da gerade eben im Duell.
das ist das Gerangel um den Ball. Emir Demir hat hier den Arm von Hendrich abbekommen, aber es geht weiter. Ja, Almut Schuld hat Lust auf Fußball, das ist zu sehen. Keineswegs da verwaist in ihrem Kasten verharren. Ist ja noch ungeschlagen in der Qualifikation. 22:0 Tore hat die deutsche Mannschaft erspielt. Alle Spiele wurden von Almut Schuld im Tor bestritten. Auch Sarah Debritz gelingt hin und wieder mal etwas nicht. Ist der Ball unter der Sohle eben durchgerutscht. Ja, sie spielen das, was sie sich vorgenommen haben, die Türkinnen. Wirklich zusammen die Lücken gemeinsam verschiebend schließen. Also sehr kompakt bleiben und dann versuchen, dann doch früh auf die Ballführende gehen. Und sie dadurch ein bisschen ärgern. Ja, das sind die Spielerinnen, die nicht im Kader mit dabei sind heute. Denn da sind nur 16 Feldspielerinnen plus 2 Torhüterinnen erlaubt. Das sind vor allen Dingen Simone Lauder hier links. Doch noch etwas wie eine leichte Zerrung im Oberschenkel, deswegen ist sie heute nicht einsatzfähig. Josephine Henning haben wir noch gesehen, auch sie hat sich lange, lange mit Rückenproblemen geplagt. Ist ja mittlerweile von Paris nach London zum FC Arsenal gewechselt. Fehlt noch Spielpraxis. So, das war die beste Aktion hier von der türkischen Torhüterin Selda Agüs. Hat sie gut gemacht, auch technisch, schön übergegriffen, lang gemacht. Also der war so einfach nicht, dieser Kopfball, den zu entschärfen. Ballverlust direkt ins Gegenpressing. Sofort Ballgewinn. Das war die Direktive und das haben sie jetzt umgesetzt. Aber jetzt müssen sie nach vorne präziser spielen. Sonst ist das ein Kraftverlust ohne Effizienz. Marujan. Er auch zu Saisonbeginn verletzt, Fuß-OP nach der WM noch gehabt, aber mittlerweile längst wieder auf ihrem Level. Mittag. Anja Mittag. So, jetzt muss es schnell gehen. Ja, die ist massiert da hinten, die Abwehr. Die lassen kaum Lücken zu. Da bedarf es einer Temposteigerung, einer kleinen Verschärfung. Achtung, Batusiak. Hat sie gut gerochen, Bekel, die Spielerin vom FC Bayern München aus der zweiten Mannschaft. Sprechen natürlich auch Deutsch hier, die Spielerinnen, die in Deutschland geboren wurden. 3 sind derzeit auf dem Platz. Foulspiel an Pop. Also erste gelbe Karte hier für Mittelfeldspielerin Chan Suya für dieses Hakeln in die Hacken von Alexandra Popp.
Auch sie übrigens eine Deutsch-Türkin, geboren in Mönchengladbach, gespielt unter anderem für Brauweiler, erst nach ihrem Abitur in die Türkei gewechselt, um auch hier dem Frauenfußball Impulse zu verleihen. Ja, Alexandra Popp schont weder sich noch den Gegner. Wollte natürlich zum Ball, hat hier aber die Gegenspielerin getroffen. Okay, die erste Entspannung weicht langsam. 25 Minuten sind schon gespielt und Silvia Knight erwartet sehnlichst das erste Tor ihrer Mannschaft. Türkinnen im Moment in Unterzahl. Kaya noch draußen zur Behandlung. Aber das kann weitergehen. Das signalisiert sie hier. Also 11 gegen 11 geht's weiter. Marojan. So, jetzt hat sie Platz. Jetzt muss was Effektives dabei herauskommen. Verschleppt ein bisschen das Tempo für meinen Geschmack. Ah, Debritz. Ballannahme, Mitnahme, Ballbehandlung in höchstem Tempo mit Gegnerdruck. Das ist die Lektion, an denen sie arbeiten. Das sind die Erkenntnisse der WM, dass da die Defizite liegen. Auch aus höchstem Tempo flanken. So die Aufgabenstellung. Marojan. Pop. Und Kerschowski. Jawohl. 1:0 also für die deutsche Mannschaft. Isabel Kerschowski. Er löst die Bundestrainerin und bringt hier die deutsche Mannschaft in Führung. Ihr erstes Länderspieltor im sechsten Einsatz hatte ja während der Spiele in den USA ihr Startelfdebüt gegeben. Die Wolfsburgerin mit ihrem gewohnt harten, kompromisslosen Abschluss. Nicht filigran, aber sehr effektiv. Und das hat die deutsche Mannschaft jetzt gebraucht, um ein bisschen zielstrebiger noch und effizienter vor dem Tor zu werden. Marojan. Guter Ball hier für Blesse. Mittag legt ab. Das war
Wieder das Beispiel für das schnelle Gegenpressing. Sofort den Ball vorne wieder gewinnen, um den Weg zum gegnerischen Tor kurz zu halten. Dann Meier. Leonie Meier an die Latte. Ja, die ist auch torgefährlich, das wissen wir. Rechtsverteidigerin schon mit jeder Menge Erfolg vor dem gegnerischen Tor. Schon 6 Länderspieltore geschossen, die Münchnerin. Und gerade wenn sie von der Seite nach innen zieht und dann abschließt, kann sie große Gefahr entwickeln. Das war gut gedacht, aber misslungen, dieser Diagonalball, dieser Flügelwechsel, um das Spiel mal überraschend zu verlagern. Der Blässe. Anna Blässe. Ja, die Geste. Wo seid ihr? Wo sind die Anspielstationen? Ein bisschen wenig Bewegung im Moment. Ist natürlich schwierig, wenn der Gegner hinten drin steht und alles so verdichtet. Aber da soll ruschiert werden, da soll gekreuzt werden, da soll Überraschendes passieren. Laufwege müssen immer vor den Passwegen sein. Eckball, Isabel Kaschowski. Die Torschütze. Ja, das Olympia-Casting, ich habe es vorhin mal kurz angesprochen, ist in vollem Gange. Kader so riesig wie nie, das hat mit vielen, vielen Verletzungen zu tun, mit Formkrisen, mit Leistungssteigerungen von Kandidatinnen, die man vielleicht mal nicht so sehr auf der Agenda hatte. Wir haben mal 33, 34 Spielerinnen gezählt, die in den letzten Monaten zum Einsatz kamen auf den verschiedensten Positionen. Die natürlich alle irgendwie so ein bisschen Hoffnung noch haben, mit nach Brasilien reisen zu dürfen zu den Olympischen Spielen. 18 dürfen es am Ende aber nur sein. Das sagt schon viel aus über den Konkurrenzkampf, den Silvia Knight hier angeschoben hat. 2 Torhüterinnen und 16 Feldspielerinnen sind bei Olympia nur zugelassen. Am 18. Juli wird der DOSB die Nominierungen bekannt geben. Kurz vorher wird Silvia Knight das natürlich intern hier entscheiden. Insgesamt wird es 4 Vorbereitungslehrgänge geben. Und ganz wichtig, und das ist der Unterschied zur Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr, nach Abschluss der Saison, also nach den letzten Pflichtspielen in allen Wettbewerben, haben die Spielerinnen 3 Wochen Pause, 3 Wochen ohne Fußball, ist da die Ansage. Sich ein bisschen fit halten, ja, aber der Ball soll da keine Rolle spielen, denn die Spielerinnen sollen frisch im Geist und im Körper in die entscheidende Phase der Vorbereitung gehen. Das war ja vor der Weltmeisterschaft in Kanada ganz anders. Das war alles viel enger gesteckt, der Zeitplan. Und entsprechend waren die körperlichen Voraussetzungen einiger Spielerinnen schlecht. Ja, kurze Ecke. Pop. Mittlerweile ihre Ausbildung zur Tierpflegerin abgeschlossen. Kann sich ganz auf den Fußball konzentrieren. Führt ehrenamtlich hin und wieder die Hunde eines Tierheims Gassi, sagt sie. Also eine absolute Tierliebhaberin.
nach wie vor eine echte Type, Alexandra Popp. Andere Spielerin, andere Art von Spielerin als die meisten. Sehr körperbetont, sehr robust. Muss mal eine längere Zeit verletzungsfrei bleiben und sich richtig in Form spielen. Dann wird Silvia Knight sicherlich auch viel Freude mit ihr haben noch. Da ist sie, Alexandra Popp. Ihr Stern ging einst 2010 bei der U20-WM in Deutschland auf, als sie mit 10 Toren Torschützenkönigin wurde. Team wurde Weltmeister, wie wir wissen. Beste Spielerin. Alles abgeräumt. Die vierte Ballberührung für Almut Schulz zähle ich allesamt mit den Füßen. Ich glaube, in der Hand hat sie den Ball noch nicht gehabt. Die Chance hat sie noch nicht bekommen. Es sind ja vor allen Dingen die Spielerinnen aus Wolfsburg und aus Frankfurt, die dauerbelastet sind, beide noch im Halbfinale der Champions League vertreten. Beide Teams spielen gegeneinander. Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall einen deutschen Teilnehmer auch wieder beim Champions League Finale im Mai in Italien haben werden. Andere Halbfinale bestreiten zwei französische Clubs, Lyon und PSG. Also Anja Mittag und Pauline Bremer haben noch die Chance aufs Finale. Mittag ja in Paris agierend und Pauline Bremer, die auch heute auf der Tribüne sitzt, in Lyon. Ist ja Anfang der Saison dorthin gewechselt. Die junge Stürmerin war lange, lange verletzt, mehrere Faserrisse gehabt. Aber vergangenes Wochenende ihr Comeback gegeben mit einem Tor. Muss aber langsam rangeführt werden wieder, die Stürmerin, um ihren Körper nicht gleich wieder zu überfordern. Das ist die Schnelligkeit von Anna Bless, aber der Ball war im Tor aus. Ja, sie sollen das Ganze abwechslungsreich gestalten, also nicht immer nur den Ball vorbeilegen, während wir hier nochmal den Schuss von erst Pop sahen und dann die zweite Chance von Isabel Kaschowski verwandelt. Also nicht immer nur den Ball auf den Flügeln einfach vorbeilegen, sondern auch überlaufen lassen von den Außenverteidigern. Unausrechenbarer bleiben, überraschender bleiben. Auf jeden Fall sich was zutrauen. Hendrich. Ihre Nervosität wohl mittlerweile abgelegt. Allerdings offensiv noch nicht so viele Akzente wie auf der anderen Seite Leonie Meyer. Das ist die Münchnerin, die längst wieder auf ihrem Level angekommen ist nach ihrem Kreuzbandriss, den sie sich nach der erfolgreichen Europameisterschaft 2013 zugezogen hatte. Gute Chancen mit Bayern München auch in diesem Jahr wieder deutscher Meister zu werden. 40 Ligaspiele nacheinander ungeschlagen, die Münchner. Allerdings in der Champions League früh ausgeschieden und im DFB-Pokal am vergangenen Wochenende im Viertelfinale, im Halbfinale. Und da ist er drin, Anja Mittag macht das Bein lang und kann diese Flanke nutzen. 40. Minute, Deutschland führt 2:0, da haben sie hinten nicht aufgepasst, haben das gar nicht als kritische Situation empfunden, aber Anja Mittag hat den Braten da gerochen. Klassisches Mittelstürmertor von der Spielerin von
Paris Saint-Germain. Klasse Flanke auch von Kerschowski. Nach innen gezogen mit dem rechten Fuß. Hat eine gewisse Schärfe hier. Und natürlich Stellungsfehler in dem Fall von Günmech. Das Ganze begünstigt. Also 2-0 deutsche Mannschaft kurz vor der Pause. Das macht Mut, dass wir hier noch einige Türchen sehen werden. Türkinnen nicht ein einziges Mal in Richtung Strafraum der deutschen Mannschaft vorgedrungen. Und auch in diesem Moment Melike Pekel ganz allein dort auf weiter Flur gegen Annike Kran. Völlig chancenlos, sich da durchzusetzen und aussichtsreich in Position zu kommen. Man hat zwischenzeitlich den Eindruck, dass die türkische Mannschaft tatsächlich nur das Maß der Gegentore erträglich halten will und selbst gar nicht aufs Tore schießen aus ist. Sich das selbst gar nicht zutraut, so muss man sagen. Die deutsche Mannschaft mit fast 80% Ballbesitz kommt nicht unerwartet. Aber ich bin ganz sicher, dass Silvia Neid sich denkt, da sollten wir noch mehr Kapital draus schlagen. In den entscheidenden Phasen einfach noch mal eine Tempoverschärfung, schneller spielen und noch variabler. Und dann den Abschluss effizienter gestalten. Jetzt kommt ein bisschen Stimmung auf hier, weil die Zweikampfführung ein bisschen stringenter wird hier in dem Fall. Saskia Batusiak hat das souverän gelöst gegen Pekel. Auch das Publikum ist natürlich nicht sehr erfahren, was den Frauenfußball betrifft. Da fällt es schwer, so ein Niveau einzuordnen. Foulspiel, Freistoß für Deutschland. Und die zweite gelbe Karte für Kockmatz. Hat sie mal ein bisschen den Antritt gesucht, Sarah Debritz. Richtig so. Jennifer Marojan. Fußballerisch bekanntermaßen der Glanz in der deutschen Hütte. Könnte manchmal noch explosiver sein, stringenter. Und dominanter dann, wenn das Spiel der deutschen Mannschaft mal nicht so gut läuft. Tja, aber sie haben Freude offensichtlich, die Trainerinnen. Ulrike Ballweg links und Silvia Neid rechts. Beide werden ja gemeinsam aufhören nach den Olympischen Spielen und sich um das Scouting im Frauenfußballbereich kümmern. Ja, wieder eng markiert da in der Mitte. Anja Mittag. Ihr 136. Länderspiel. 30-Jährige. Und Kerschowski ist wieder der Ausgangspunkt einer guten Offensivaktion. Also Torschützin zum 1:0, Isabel Kerschowski, spielt auffällig, bringt sich erneut hier in gute Erinnerung. Chancen steigen, dass sie ihr erstes großes Turnier mit der deutschen Mannschaft im Sommer erleben wird. Der ist zu scharf. Geschossen von Marojan. Kommt Meier nicht mehr hin.
Also letzte Minute in der ersten Halbzeit läuft. Deutsche Mannschaft führt 2:0, dominiert das Spiel hier nach Belieben, wie man so schön sagt. Könnte natürlich noch erheblich effizienter im Angriffsspiel, im Abschluss sein. Mir fehlt in einzelnen Aktionen noch ein bisschen das Tempo. Aber wir wissen auch, wie schwer das ist, wenn man eben nicht wirklich gefordert wird. Auch diese Aktion hier nicht ideal gelöst. Hatte da Platz Alex Popp und wählt die schlechteste Option. Im Rückenstand Mittag. Ja, jetzt überlegen wir hier, ob wir uns hier im strafbaren Handspielbereich befinden. Ich würde sagen, der Arm war angelegt. Und die Verbreiterung der Körperfläche habe ich auch nicht erkennen können. Schwer zu sagen, aber es wird auch hier gar nicht diskutiert. Bitte zur Pause. Und Silvia Neid wird